Die fünfte Auflage der ERC 2000 war wieder ein Gemeinschaftserlebnis für Autoliebhaber der gehobenen Art. Den Genuss des eigenen Fahrzeuges mit seiner Partnerin zu erleben, inmitten der unbeschreiblichen Natur Österreichs und Südtirols, dazu Übernachtungen in Hotels der Luxusklasse und ein ebenso ausgesuchtes wie kreatives Rahmenprogramm. Auch in diesem Jahr wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, um den Teilnehmern ein paar unvergessliche Tage zu bescheren. Ein selektives Starterfeld mit amerikanischen, deutschen, englischen und italienischen Fahrzeugen ließ die Herzen der Sportwagenliebhaber höher schlagen. Die ERC 2000-Familie, das sind Fahrer und Fahrerinnen, die die Liebe und Leidenschaft zum sportlichen Autofahren mit Gleichgesinnten erleben wollen. Am Mittwoch, dem 6. September, startete die Tour des stilvollen Sportwagenausflugs in der Geburtsstätte des ERC 2000 in Wiener Neustadt beim Golfclub Föhrenwald. Nach einem ausgiebigen Frühstück führte uns unser Weg über Pötzsching in das nördliche Burgenland bis nach Forchtenstein. Dort angekommen, erlebten wir den kulturellen Teil der Tour und besichtigten die beeindruckende Burg aus dem 15. Jahrhundert. Nach einer kleinen Stärkung fuhren wir über das Rosaliengebirge Richtung Wechsel und trafen uns in Mönchkirchen zum freiwilligen Mountain-Kartfahren. Die Tour führte uns über die Schlösserstraße Richtung Hartberg und danach war es nur mehr ein Katzensprung bis zu unserer ersten Übernachtung im Falkensteiner Therme- und Golfhotel Bad Waltersdorf. Am Zimmer stand auch bereits unser Geschenk von Coty Prestige bereit, ein wunderbar blumiger Duft von Escada und ein kräftiger Duft für den Herrn aus dem Hause Lacoste. Zur Einstimmung des Abends hatte unser neuer ERC 2000-Partner, die Firma Mali House aus Graz, eine kleine Überraschung für uns vorbereitet und entführte uns in eine traumhafte Suite des Hotels zu einem Sektempfang. Anschließend ging es nach einem kurzen Fußmarsch in das Golfrestaurant Bad Waltersdorf. Im Golfrestaurant wurde uns ein klassisch steirisches Abendmenü serviert. Nach dem Essen strapazierten Mini und Klaus ordentlich unsere Lachmuskeln und sorgten für richtig gute Stimmung. Ich darf ja nicht stehen bleiben, obwohl ich gut mehr ausspreche, denn du nimmst meine Hand und triffst mit dir atemlos. Mir wird klar, dass ich nur mehr Porsche fahr. Am zweiten Tag startete unsere Tour Richtung Graz. In Liebach waren unsere Reifen bereits auf Betriebstemperatur gebracht und wir fuhren mit unseren Boliden weiter nach Deutschlandsberg. Danach erwartete uns unsere erste Bergwertung und die Überfahrt der Weinebene. Über den Packsattel Köflach fand unsere erste freie Fahrt auf das bekannte Gaberl statt, ehe wir zum Mittagessen im Café Wasserturm in Zeltweg eintrafen. Beim Mittagessen konnten wir leichte Tapas und sonniges Wetter genießen. Gestärkt ging es dann durch die schöne Obersteiermark, vorbei an Judenburg, Scheifling und Murau. Unsere Tour führte uns auch durch das malerische Salzburger Land vom Tamsweg über den Radstädter Tauernpass bis zu unserer zweiten Übernachtung in das 4-Stern-Alpin-Life-Ressort Lürzerhof in Untertauern. Dort wurde der wunderschöne Wellnessbereich von einigen Teilnehmern genossen, bis es am Abend gemeinsam mit einem Bus zur Gnadener Alm ging, wo wir unser wohlverdientes Abendessen einnahmen. Am dritten Tag entstand vor der Abfahrt unser Gruppenbild von der Tour 2017 und anschließend fuhren wir Richtung Bischofshofen und visierten den Großglockner an. In Verleiten am Großglockner legten wir eine kurze Pause ein und Veranstalter Mario Hausecker erklärte das Großglockner Best Picture Spiel, präsentiert von Jürgen Golobinjek, ehe wir die Hochalpenstraße überfuhren. Nach kurzer freier Fahrt trafen wir uns zum Mittagessen im Hotel Tauernstern. Die Veranstalter des ERC 2000 erfüllten die Wünsche einiger Teilnehmer und so steuerten wir, wie bereits bei der Tour 2015, das familiengeführte Hotel Posta Pederoa in Winklern an. Natürlich durfte auch dieses Jahr die berühmte Küchenparty nicht fehlen und unser italienischer Schmusesänger Power Joe gab musikalische Gustostücke zum Besten.
Nach herrlichem Essen wurde der Gewinner des Großglockner Best Picture Spiel ermittelt. Die BMW M3-Fahrer Maria und Raphael konnten diesen wunderbaren Preis für sich entscheiden. Kleinen Augen und wenig Schlaf nach der längeren Party in der Hoteldisco der Posta Pedaroa wurden am vierten Tag die vier atemberaubenden Bergpässe in Südtirol überquert. Auch dieses Jahr ließ sich Manfred Böhm von Sportive Cars wieder eine Überraschung für uns einfallen und viele werden diese einmalige Gondelfahrt wohl nie vergessen. Mitten im Skigebiet der Südtiroler Dolomiten nahmen wir im kleinen Ort Vivo in der Dolomiten-Skibar Antipasti zu uns. Danach glitten wir über Tolomezzo und Pondebba zu unserem letzten Pass, dem Passo di Pramollo. Danach erreichten wir Nassfeld in Kärnten und checkten in das 4-Sterne-Falkensteiner Hotel Carinzi ein. Abends ging es nach einer Busfahrt auf den Weißen See, wo wir auf dem Schiff Alpenperle zu Abend speisten. Petrus war an diesem Abend leider nicht allzu gnädig mit uns. Am fünften und letzten Tag führte uns unsere Tour Richtung Hermagor und Klagenfurt über Klein St. Paul und wir überquerten das Klippitztörl. Danach waren es nur mehr wenige Kilometer nach Spielberg zum Red Bull Ring, wo wir unser letztes gemeinsames Mittagessen einnahmen. Traditionellerweise wurde wieder ein Driver of the Year-Pärchen geehrt, dieses Jahr gab es aber eine kleine Änderung und alle Teilnehmer durften selbst das Siegerpärchen wählen. Die Pärchen Andrea und Erwin sowie Katrin und Manuel erhielten die gleiche Stimmanzahl und somit gab es dieses Jahr zwei Driver of the Year-Pärchen. Bleiben Sie uns gewogen und seien Sie im nächsten Jahr Teil einer wunderbaren Geschichte. Einer Geschichte voller Genuss und unvergessener Momente. Der Geschichte des EAC 2000.